Hallo zusammen zu einer neuen Folge Minecraft WG mit Gast. Heute zu Gast Table Tennis Gamer. Der darf auch Guten Hallo. Tag. Genau. Fanny hat gerade irgendwie Probleme mit seinem Rechner, wird wohl gleich nachkommen. Und die Schmunzelfee ist noch im Livestream von Sips, wird wohl auch gleich nachkommen. So, fangen wir halt mal mit einer kleineren Besetzung an. Macht ja nichts. So, Table Tennis, du, also Titte. Ich nenne dich Titte, ne? Nee, TT. Ah, na gut, TT. Ich wollte auch nicht Titte genannt werden. Okay, TT. Ganz auf seriös heute, bitte. Okay, heute. Ja, ich bin heute mal. Ich bin privat hier. Ich bin heute ganz seriös. Was ist das denn da? Kaum. Was wolltest du denn für ein Grundstück? Das hier hat Dasen gebaut. Ja, ja. Was wolltest du denn für ein Grundstück haben? Wir hätten hier so ein 13x13. Das ist ein bisschen größer. Ja, das nehme ich. Das ist gekauft. Okay, dann. Es gibt leider keinen Eingang. Muss ich selber reinschlagen. So, ich zeig dir noch, wo die Items gibt. Wo bist du denn jetzt? Ja. Das ist ganz einfach. Da rennst du hier bei. Mitchell vorbei? Och, Mitchell hat. Ach du Scheiße. Ja. Und dann kommst du hier bei Sips vorbei. Das ist die JVA Mitchell übrigens. Hat das gebaut? Patrick. Das hat der Sepp gebaut hier. Ja. Ja, übertreibt er. Aber ist noch nicht. Aber es ist noch nicht getiene Wittlert, also er muss da nochmal durchfegen. Und hier kannst du dich bedienen. Oh, okay. Also pass auf, Leute. Ich hab mir was Lustiges oder auch was nicht so Lustiges überlegt. Und zwar baue ich einen Turm, der ein bisschen festlich-türmig wird. Festlich-türmig? Ja, ein festlich-türmiger Turm. Ich bin gespannt. Also ein Tannenbaum. Und ich überleg gerade mal. Ich denke mal, ich brauche sowas wie Fackeln? Fackeln? Ich baue mal mein Labyrinth so lange weiter. Ich will nicht die ganze Zeit den TT-Zug. Boah, habt ihr hier viel, Alter, was ist denn mit euch? Ja, wir haben extra lange gefarmt. Ja, total. Hast du Fackeln? Fackeln sind da drin, ja. Nein, ich hab... Oh, ihr habt hier alles, aber ich hab gar kein Werkzeug. Da gibt's auch eine Kiste mit Werkzeug. Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst, eine Spitzhacke. Da gibt's eine Kiste mit Werkzeug. Echt? Ja, ach so. Ah, da Werkzeuge! Wir sind ja auch auf Leute wie dich vorbereitet, die kein Werkzeug haben. Ja. Wer hat denn hier den Gang gebaut? Was dein Skin sieht so emo aus. Was für ein Gang schon wieder? Das ist Alma von 4, oder? So. TT. Ihr habt den Weg zurück vergessen. Nee, gibt's auch Essen? Essen gibt's auch neben dem Ausgang. Rechts daneben. TT, dein Skin ist Alma von 4, oder? Vorbereitet ich wieder bin. Was? Nein, mein Skin ist L von Death Note. Ah. Was? Wer unterreihen mit Eimer? Ich dachte, es wäre Eimer. Ja, ich habe mich jetzt zum Affen gemacht und Nein. Da ist so, ich meine, wenn man das nicht kennt, woher soll man das wissen? Ganz im Ernst. Aber das ist man ja von mir gewohnt, also. So. Und wie das halt immer so ist, ich brauche Symmetrie. TT, du weißt, du musst dich Fragen von uns stellen. Brauchst du ein Lineal? Also für Symmetrie und so? War das die erste Frage an ihn? Nein. Was? Ich muss was? Ihr habt die was? Fragen? Ja. Sowas, Witzige Frage. Sowas wie. Ja, mach du. Mach du ein Beispiel. Nein, jetzt möchte ich auch nicht. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Du bist mir. Du bist mir voll über das Wort gefahren. Ich bin jetzt das ruhig. Das Wort ist jetzt tot. Ja, das Wort liegt jetzt aber im Krankenhaus. Also da kann ich jetzt auch nichts mehr tun. Ja, dann heute keine Fragen. Ja, heute eine stille Folge. So, TT, du kannst die Unterhaltung machen. Wir haben jetzt keine Lust mehr. Ja. Jau! Wir streiken. Also, da meine lieben Mitspieler mal entschieden haben, eine Runde zu streiken, würde ich sagen, ich streike nicht. Ich arbeite weiter, weil ich will Geld verdienen. Und, wir zahlen dir nichts. Gesteht. Wie? Ihr zahlt mir nichts. Da hast du wohl eine Fehlinformation. Sips und Mitchell haben alles Geld aufgebraucht. Ey, Moment mal, ich hab, also im Vertrag steht pro Stunde 3000. Musst du zahlen an uns, genau. Ach, hast du das Kleingedrückte gelesen? Nein. Ey, das finde ich jetzt nicht fair hier. Nö. Mein Haus ist fertig. Sieht gerade eher aus wie so diese Battle-Plattform bei Dragon Ball Z, wo Son Goku die ganzen gegen Cell kämpfen, aber okay. Oh, du outest dich gerade als Anime-Fan. Oh,
Deswegen ist man noch lange kein Anime-Fan. Das stimmt. Nicht wegen Dragon Ball. Aber es stimmt ja sogar, ich bin ja ein Anime-Fan. Dann darfst du dich auch als selbiger outen. Wo haben wir die Steine zum Werfen hingepackt? Zum Werfen? Du keine Anime-Fans, du Kulturbanause. Da fällt mir ja gerade hier das Leben des Brian ein, ne? Steine zum Werfen und so. Ja, ja genau. Werft mir mit Steine gehen. Wer von euch ohne Sünde soll den ersten Stein schmeißen? Gib mir die Steine! Er hat ihn geworfen! Ach, Schweine, er hat ihn geworfen! Ich hab ein Problem, Brother Moon und ich weiß gar nicht, wie ihr anderen heißt. Wie heißt ihr eigentlich? Ladies first, liebe Lycantra. Tut mir leid. Ich heiße Lycantra. Ja, Lycantra, genau. Und dann war es, Fanny gab's auch noch. Es gab noch, Schmutzfink und es gab Riocat. Schmutzfink ist geil. Schmutzfink ist richtig geil. Der ist auch hier. Nee, jetzt hast du alle. Ich bin Riocat. Kasa kennst du ja schon. Lycantra hat dich vorgestellt und mehr sind wir heute noch gar nicht. Fanny hat ja Probleme mit dem PC und ja. So, und wer bist du jetzt eigentlich und was machst du so und warum bist du eigentlich hier und was ist der Sinn des Lebens? Also ich bin der Table Tennis Gamer. Ich baue gerade was. Ich bin hier, weil ich gefragt worden bin vom Razamon. Was? Du wurdest von mir gefragt? Ja, ich weiß, wir wollten das geheim halten, aber ich habe mir gedacht, irgendwie doch nicht. Großartig. Und ich dachte, du hast mich gefragt, ob du mitmachen darfst. Ja, das war so nicht geplant. wir legen uns mal schlafen, sonst machen uns Creeper alles kaputt. Kommst du mal zum Haupthaus zurückgerannt und dann kannst du weiter erzählen. Ja. Okay. Ich spiele die Eskorte. Was war das jetzt? Hast du dich teleportiert oder? Nee, da kommst du angerannt. Oh, Creeper vom Hausdach runter, scheiße. Komm her. Scheiße, ich hab keine Pfeile bei. Leon! Dabei. Wo sind die denn jetzt? Links, Leon. Du bist ja schon da. Hier, kommst du hier lang? Da rennen die lang. Dass ihr euch hier überhaupt noch auskennt, ne? Das wird doch so. Im Haus ist schlimmer. So, warte mal, jetzt müssen wir hier lang. Weil ja, führen du ihn mal ins Bett, genau. Kommt der ins Gästezimmer oder darf er mal bei uns? Okay. Nee, Gästezimmer. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob es frisch. Warte mal, hier müssen wir lang. Nee, die Bettwäsche von Sips ist noch drauf. Immer noch. Immer noch. Ich weiß, Lassen, du hast dich letztes Mal beschwert, aber... Danke für dein Bett. Bitteschön, könnte ein bisschen schlimm riechen wegen halt Sips und Mitchell, aber... Das bist du ja gewohnt. Genau, gute Nacht, Jungs. Und was ist mit Lycantra? Lycantra, Penjev! Ja, ich kenn doch schon längst. Rio ist noch nicht hier, der hat ja erst... Ich darf oben liegen. Ja, ich hab dich mal über mich liegen lassen. Liegen jetzt alle im Bett, oder was? Ah, ja, geht. Fertig! Guten Morgen! Ich komm und hol die ab. Ich weiß gar nicht, warum Rio außenrum gerannt ist. Warte, ich geh eigenen Weg. Ah ja. Und du so machst auch so auf YouTube? Ja, also ich mach OLEDs. Warte mal, wo ist der denn? Hier war der. Also Weg. Eigentlich spielst du ja Tischtennis, wolltest du sagen, oder? Ja, also erstens, also so normal im Real Life spiele ich Tischtennis, schwimme. Ich auf YouTube mache ich Let's Plays, ich zock aber auch Minecraft, ich mache aber auch Videos mache auch noch Real Life Videos und spielst Sachen blind. Ja, ich mit dem Schaden im Auge. Ach Scheiße, ist das doch schon so weit gedrungen. Kacke. Das habe ich auch gesehen. Ja, also ja, leider Gottes, ich muss mich outen. Ich spiele Sachen blind. Oh mein Gott. Ja, hey, also all sowas eigentlich. Ich mach halt also echt so. Schmunzelfee hat mich gerade angestupst. Soll heißen wahrscheinlich, sie will in TS, ne? Aber lass mich ausreden. Warte, bevor Schmunzelfee reinkommt, lass ihn mal ausreden. Ja, okay. Wo war ich dran? Ja, du hast gesagt, du machst auf und du schämst dich eigentlich dafür, dass du Sachen blind zockst. Alter! Ja, also ich mache voll viel und redaktionell bin ich ja auch noch tätig und ja. Für Game Insight oder wie? Genau, für Game Insight bin ich redaktionell auch noch tätig, da mache ich eine ganze Menge. Also da kommt schon einiges zusammen und man darf nicht vergessen, zur Schule gehe ich auch noch.
Ich bin Wahnsinn. leider Gottes noch schulpflichtig, ey. Wie alt bist du? Ich bin 18,5. 18, okay, ehrlich? Schulpflichtig nicht mehr, aber was willst du machen ohne oder Abi? Du bist echt erst 18, ich hätte dich echt älter eingeschätzt. What the fuck? Ja, ohne Witz, nee, also so auch von der Stimme her und so. Ja? Ich bin erst 18. Jetzt, Moment, stopp mal kurz. Hallo Fee! Hallo Fee! Hör mal, was soll das denn? Weißt du kannst immer schon so, sprechen. Ist immer den Sepp so auf so und. Nee. Scheinbar kann sie nicht sprechen. Nee, normal würde die doch sprechen. Hm, aber eigentlich kann sie. Müsste sie. Müsste sie. Wir uns haben Äpfeln. You don't have permissions to do this, kommt gleich. Doch. Also Teamspeak sagt ja. Ach, so schön. Sie, bestimmt ist sie doch im Livestream vom Sepp. Hilfe! Na toll! Was macht ihr denn? Hilfe! Ja, die Kandra hat das halbe Dorf gesprengt. Oh ja, du übertreibst es. Ja, aber wir haben gut gemacht. Wir hatten mein Dorf jetzt. Oh, scheiße. Es war leider ein Atomcreeper. Ein Atomcreeper? Oh, yeah. Ja, das da ist halt einiges. Ha, er hat die Relativitätstheorie gesprengt. Hallo, Fee! Ja, ich lese auch ziemlich viel über Physik mal so, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, also da war ich auch ein bisschen... Jetzt hören wir es aber, sie reden mit uns, cool. Hallo übrigens, ich hab das falsche Audiogerät eingestellt. Hallo Fee. Hallo zusammen. Sag mal, warum müssen wir eigentlich... Warum? Was willst du jetzt, Rio? Nichts. Achso. Ich habe gerade nur einen Anfall gekriegt, dass ich noch nicht im Sepp seinem Livestream war. Du bist der Nächste. Frag doch mal. Ich soll alle grüßen. Geh doch einfach rüber. Nicht, also der macht da. Nein, die Minecraft-WG ist mir dann jetzt doch schon ne? Wichtiger. Ja, außerdem ist ja der TT da, da freue ich mich ja persönlich sehr drüber. Oh, das finde ich aber jetzt, das sind aber liebe Worte. Genau, herzlich willkommen. Auch von mir. Hallo, Schmutzfink. Schmutzfink, genau. Vielen Dank. Ja, Lächel, Elfe, Grinse, Hexe, Schmutzfink. Schmutzfink, ich habe schon alles gehört. Ah, Schmutzfink ist echt Alex. Das muss so nenne ich dich jetzt immer. Ich kann nichts mehr erschüttern, ey. Als zum Gedenken an TT. Ne, Titte, muss ich ja nichts zu sagen. Nee? TT musst du sagen. TT, bitte. Er will heute TT genannt werden. Wir sind heute ganz seriös, ja, okay, gut. Und nennen ihn heute TT und nicht Titte, weil das klingt ja bei uns dann wieder... Kriegen wir keine schweinischen Witze heute? Das artet ja aus. Fee? Gab es noch nie. Fee, was hattest du eigentlich gerade gegen die Kühe? Du hast sie voll verflucht, habe ich gehört. Die antwortet mir gar nicht. Fee? Nein. Sie ignoriert dich gerade. Ja, dann red ich... Was, Kühe? Ach, du redest mit mir? Nö, jetzt nicht mehr. Das war's jetzt. Tschüss. Okay. Er hat Schluss gemacht gerade. Nie wieder. Tschüss. Eigentlich ist er mit mir verheiratet, aber genau. Ich glaube, ich muss sie eher annullieren, weil sie war nicht da. Oh, ich glaube, ihr habt ganz schön schwierige Beziehungskisten gerade laufen. Ja, sie war auch schon mit Penny verheiratet. Keine Sorge, mit mir wird sie nicht verheiratet. Irgendwie wird Fee hier so durchgereicht. Das erschüttert mich gerade so ein bisschen. Da gibt's ein Wort für. TT, wie bist du eigentlich zum Let's Playen gekommen? Das ist voll die lange Geschichte, aber für euch mache ich es kurz. Du kannst auch ruhig lang lassen. Das, ja. Und zwar ist das folgendermaßen, ne? Ich habe Zelda Ocarina of Time Master Quest gezockt und habe mich voll aufgeregt, weil ich einen Schlüssel nicht gefunden habe. Und dann habe ich aber keinen Bock gehabt, in so einem Lösungsbuch zu lesen, weil ja, ich bin halt nicht so der Typ, der so gerne liest, ne? Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwo muss es doch auf YouTube Videos geben, wo die Leute zeigen, wie das funktioniert. Und dann habe ich Walkthrough eingegeben und habe irgendwelche Amerikaner gefunden, die gar nicht gelabert haben. Und daneben stand Let's Play. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich die ersten Deutschen gefunden und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich kannst du das auch. Und dann fing es an. Und dann hast du gemerkt, kannst du nicht. Dann habe ich dreimal aufgenommen und hab mir gedacht, so wie behindert bist du eigentlich? Du redest gerade mit dir selber in dem Videospiel. Was ist denn da los? Oh ja. Aber dann habe ich gedacht, nicht. Irgendwie ist das doch geil. Und ja. Und das ist der Grund, warum ich jetzt heute bei euch dabei bin. Das. Ach, nur weil du mal. Wie? Hä? Also Zelda ist schuld, dass wir dich ertragen müssen? Ja, richtig. Ich will mich sofort bei Nintendo beschweren.
Ja, würde ich auch machen, ganz im Ernst. Ich verstehe. TT, nein. Halt dich bitte an die erste Regel, wenn du Kanta sprichst, musst du ruhig sein. Das ist die erste Regel, ich wusste doch noch gar nicht. Ja, aber sonst überhören wir dich immer. Das ist ganz neu. Ich sorge jetzt dafür, dass man dich nicht mehr so oft überhört. Oh. Das ist aber lieb. Was zum Teufel? Achso, das ist das umgedrehte Haus. Ich dachte, hier geht's zur Fahrmaschine und bin auch im Haus, das so bist du still. Was für eine Fahrmaschine? Ja, Mami. Ich hab hier ein Schild dabei. Hast du? Die droht uns mit Schild. Nee, wir müssen noch die Brücke benennen. Wenn du wüsstest, was sie mit dem Schild alles anstellen kann. Hast du denn deinen Namen rausgesucht? Ich hab's mir nicht. Ja, ich hab mal einfach reingegriffen in die Namenkiste. Ja, zum Benennen ist jetzt immer Lucantra die Beauftragte. Das haben wir so beschlossen, letztes Mal. Darf ich mir TNT eigentlich basteln? Also nicht nur TT, sondern auch TNT? Mach doch. Okay. Ist auf dem Server nicht verboten. Ja, craften halt, man, Minecraft geht doch um basteln. Das aber was mit Leber, weißt du, nimmst du noch. Aber spreng nichts Falsches. Bestimmt von Fanny oder so. Ah ja, Fanny. Willst du herkommen wegen der Brücke? Willst du sie jetzt in der Gastfolge benennen? Will nicht. Ja, warte, ich komm sofort. Hallo Fanny! Ich bin nur gerade im Lager. Hallo. Bonjour. Ja, mein Internet war gerade auf einmal weg. Ich weiß nicht, was das hier für eine Scheiße ist, ey. Wie geht es? Ist nicht schlimm. Doch, ich finde das extrem schlimm. Wir haben dich trotzdem lieb. Ja. Ja. Außerdem war die Folge bis eben so nett und so harmonisch und jetzt flamest du. Ja. Okay, aber das können wir nicht zulassen. Aber Titte, ich muss dir was erzählen, Ich heiße Titte! Ich bin mal gedisst. Nein, ich muss dir was erzählen. Weißt du, was ich jetzt hab? MW3, so, ich hab's vorweggenommen. Haha. Lack. Wie ich gespoilert habe. Weißt du, wie geil? Das war so lustig, ne? Ohne Scheiß. Er versucht da Modern Warfare 3 zu kriegen, regt sich voll auf, dass er erst in 3 Tagen mit Key bekommt oder so. Und ich denke, warum macht er nicht über PayPal? Ja, ich hab da nichts mehr drauf. Aber dass die Lastschriftverfahren machen, wusste er nicht. Oh, Fanny. Das hat mich so angekotzt. Fail, Fanny. Ey, das war so schlimm. Aber jetzt ich muss mir auch Modern Warfare 3. Habt ihr alle Modern Warfare 3 oder was? Dann würde ich mal mitzocken. Ja, ich hab das. Du nicht? Wir haben uns das letztes überlegt, aber wir müssen das dann zweimal kaufen, da hatten wir keinen Bock zu. 100 Euro, ey. Nee, ja, ihr könnt es ja auch bei CD-Keyhaus oder sowas kaufen. Ja, da genau. Kostet es dann nur 15 Euro. Ja, das habe ich auch gemacht. Was ist denn CD-Keyhaus? Da kriegst du halt einen Key gesendet dann. Also musst du kaufst bei Steam quasi aktivieren. Nur den Key. Ja, das sind dann halt die meistens russische Spiele, da musst du per russischen VPN das aktivieren. Genau das habe ich jetzt gemacht und deswegen hatte ich so Probleme, deswegen ist mein Internet abgekackt und was? So. Aber jetzt 15 Euro nur, dann geht's ja, dann würde ich es auch zweimal kaufen. Ja, deswegen. Seht bald die Minecraft-WG in Battlefield 3. Ja, ihr habt mich immer noch nicht auf meinem Server besucht. Wir haben auch noch viel noch nicht auf dem Server besucht. MW3-WG. Ne, wir machen da schon eine Minecraft-WG-Folge raus und nennen es dann, wir machen Ausflug in die reale Welt oder sowas. Genau. Wir machen Ausflug in die reale Welt und dann spielt der Battlefield 3 mit dem höchsten Kampf. Ja. Bei mir ist das nicht so reale Welt. Ich hab die Grafik so runtergestellt, dass MW3 schon aussieht wie Minecraft. Ich glaube, wenn ich das aufnehme, muss ich es wahrscheinlich auch ein bisschen runterstellen. Aber, na gut. Was brauche ich jetzt noch? Oh Mann, ich hab mein Pulver heute schon verschossen, ey. Ja, du musst jetzt TT jetzt was fragen, bitteschön. Genau. TT, welche Sorte von Gummibärchen lässt du immer in der Tüte? Oh nein. Schon wieder? Also, eigentlich esse ich alle, aber wenn ich einen drin lasse, dann die grünen. Oh, die grünen sind die besten. Oh, die sind ja richtig. Oh. Finde ich nicht. Ich finde, die grünen schmecken von der Chemie, ey. Ja, ohne Scheiß, ja, ist doch geil. Eigentlich lasse ich gar keine drin. Man isst sie bis auf die grünen runter und denkt sich, na, eigentlich sind sie dann doch zu schade. Alle ins Bett! Hier geht's aber auch nur ums Essen, ne? Das tut mir leid. Ja. Alle ins Bett, alle ins Bett! Ja. Ins Bett? Oh mein Gott, ich bin im Lagerhaus. Wie komme ich denn hier jetzt ins Bett? Da gibt's einen Weg. Brauchst du nicht mal rausgehen. Ich hab kein Bett. Im Gasthaus, du. Ja, richtig. Du warst schon mal da, TT. Soll ich dich wieder hinführen? Na, ich finde alleine diesmal. Ich hab gelernt. Das find ich ja. Wie er von seinem Turm? Hätte er einfach nur gerade auslaufen müssen, aber nein, er geht auf den Nebenweg und geht. Das finde ich ja noch nicht mal alleine, ich poste selbst eine Karte. Wer hat seinen Dreck vor der Crafting-Box liegen lassen? Ich weiß nicht. Ja, gar nicht. Voll die mahnenden Worte hier. Ja, jetzt schreien sie alle, kommt ins Bett und wer ist hier die Einzige im Bett? Ich muss...